Ich gebe Gas und begebe mich zum nächsten Thema, das ich erneut mit der Mitgliederversammlung auseinandersetze. Und zwar geht es einfach nur darum, falls ihr es nicht mitbekommen habt, am 15.12.2019 findet die außerordentliche Mitgliederversammlung statt, auf der dann ein Präsident gewählt werden wird. Und zwar erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, bis Mitte 2020, weil eben Wolfgang Dietrichs Amtszeit auch so lange gelaufen wäre, wenn er nicht den Bittel hingeschmissen hätte, wie man so schön sagt. Und dann gibt's halt die nächste normale Mitgliederversammlung und es soll dann wahrscheinlich wieder zwei Präsidentschaftskandidaten geben. Bis das soweit ist, wird Bernd Geiser die Führung übernehmen im Verein. Ich glaube, das kann man so ausdrücken. Bis zum 15.12. ist er Aufsichtsratsvorsitzender, übernimmt das praktisch von Wolfgang Dietrich, damit das Präsidium handlungsfähig bleibt. Hat sich Hans H. Pfeiffer vom Ehrenrat bzw. vom Vereinsbeirat verabschiedet und ist jetzt interimsweise Präsidiumsmitglied. Das habe ich auch richtig verstanden, das ist gut. Und für alle, die jetzt denken, Mensch, ich bin Mitglied und wollte schon immer mal Präsident von irgendwas werden, das ist eure Möglichkeit. Bis zum 15.09. haben nämlich alle Mitglieder die Möglichkeit, sich beim Vereinsbeirat schriftlich für das Amt des Präsidenten zu bewerben. Und ihr könnt natürlich auch Vorschläge einreichen. Also wenn ihr der Meinung seid, der Sebastian wäre ein hervorragender Präsident, dann freut er sich bestimmt, wenn ihr ihn vorschlagt bis zum 15.09. beim Vereinsbeirat. Nein, macht das bitte nicht. Schlagt nur Leute vor, die es auch wirklich möchten. Schlagt nur vor, die Ahnung haben, bitte. Und, das ist nicht so wichtig bei uns. Das stimmt. Gut, ihr müsst sehr gut lügen können. Das ist wichtig. Und vielleicht irgendwie mal schon irgendwie, weiß nicht, ein paar Aktien bei anderen Vereinen haben. Ich glaube, dann habt ihr relativ gute Chancen, dass zumindest mal die Gremien abnicken. Also, so, gut. Nebenbei versucht natürlich auch noch der Vereinsbeirat geeignete Kandidaten zu finden. Also das ist jetzt nicht so, dass nur Leute, die vorgeschlagen wurden, beziehungsweise die sich selber bewerben, berücksichtigt werden, sondern der Vereinsbeirat sucht auch selber noch nach möglichen Kandidaten. Da sind wir schon beim nächsten Thema, Sebastian. Es gab ja schon ein paar Namen, die gehandelt wurden. Wer könnte auf Dietrich folgen? Und ein paar Namen, die können wir eigentlich relativ schnell abhaken. Jürgen Klinsmann wird häufig genannt. Viele fordern ihn fast schon als Präsidenten. Dabei hat er relativ schnell unterstrichen, dass er sich eigentlich, wenn überhaupt, nur in der Rolle eines Machers beim VfB sieht. Sprich, Vorstandsvorsitzender wäre so das Ding, auf das er Lust hätte, auf das Amt, das er Lust hätte. Mal ganz generell gefragt, Jürgen Klinsmann, wäre das jemand, wo du sagst, den würde ich schon gern im Verein sehen, gerne dann auch eben als Vorstandsvorsitzenden? Ja, also ich würde ihn schon auf jeden Fall gerne in irgendeiner tragenden Rolle beim VfB sehen. Ob das dann natürlich wieder alles dann so toll wird, wie man sich das vorstellt, ist die andere Sache. Aber er hat ja schon gezeigt, dass das, also wie er damals dann den DFB quasi so auf links gekrempelt hat, dass er dann schon in der Lage ist, verkrustete Strukturen, die nicht unbedingt dem sportlichen Erfolg und dem guten harmonischen Miteinander förderlich sind, aufzubrechen. Und das wäre ja auch so eine Kur, die dem VfB mal ganz gut tun würde, dass der mal so ein paar verkrustete Strukturen durchbricht und das Ding mal auf links dreht. Ob das dann besser wird, wird man sehen, aber ja, so ein bisschen Runderneuerung wird dem VfB gut tun. Und er hat halt ja wirklich auch das Potenzial, halt die Leute zu ein, ne? Weil also weder die Industriebosse, die Logen Hocker werden ihn ablehnen, denke ich, und auch der normale Fan in Anführungszeichen wird was gegen ihn haben. Insofern wäre er jemand, wenn der sich aufstellt für irgendwas, dann wird er von den Fans auch akzeptiert werden. Insofern denke ich, dass man da relativ wenig falsch machen kann. Sein Berater Roland Eitel hat sich natürlich auch sofort zu Wort gemeldet. Der ist ja immer sofort empfänglich für die Presse, wenn es um Jürgen geht. Und er meinte, wenn jemand vom VfB anruft, egal aus welchem Grund, wird er immer ans Telefon gehen. Ja, so war es auch in der Vergangenheit. Also Jürgen ist bereit, irgendwas zu machen. Hauptsache nicht Präsident. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Das passt, glaube ich, nicht zu ihm, die Rolle. Warum, hast du gerade ganz gut erklärt. Einziges Problem ist, oder was heißt einziges Problem, aber zumindest ein Problem ist, Wilfried Port, der geschätzte Aufsichtsrat der AG, entscheidet ja auch über den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Und Wilfried Port ist da meines Wissens nach aktuell stellvertretender Vorsitzender, oder ist er der richtige Vorsitzende? Weißt du das auswendig? Naja, wenn der Dr. Geiser jetzt wieder den Vorsitz wieder übernommen hat, ist wahrscheinlich ein anderer Stellvertreter. Also dann ist er Stellvertreter. Kurze Zeit, jetzt für wenige Tage war er mal der Vorsitzende des Aufsichtsrats, aber jetzt ist er wahrscheinlich wieder der Stellvertretende. Da habe ich meine eigene Nachricht direkt vergessen. Gut, dass du aufpasst. Also der hat was dagegen, beziehungsweise ihm wird so ein bisschen nachgesagt, er hätte ein Problem mit Klinsmann. So, ja.
Wie wird nachgesagt, dass er ein Problem hat mit allen ehemaligen Spielern, die in führende Positionen kommen, so, weil die ja sowieso keine Ahnung haben. Ne? Und ich sage jetzt mal ganz ohne Scheiß, jetzt also wirklich, warte mal. Um was geht's jetzt eigentlich? Geht's jetzt hier um Herrn Port, um Herrn Klinsmann, um Daimler oder um VfB? Ganz, da gebe ich doch einen Scheiß drauf, was der Herr Port findet. Das ist doch mir scheißegal. Wenn wir zu der Entscheidung kommen, ja, wir meine ich alle Mitglieder, der Verein, auch wenn es letzten Endes die AG entscheidet, wer Vorstandsvorsitzender wird, aber wenn praktisch ein klares Votum für Jürgen Klinsmann da ist, wenn die Leute sich das wünschen, ja, dann kann es doch nicht sein, dass der Herr Port sagt, ja, aber ich kann mit dem nicht so richtig was anfangen und die Jungs, die früher Fußball gespielt haben, die haben keine Ahnung von Wirtschaft. Ja, ihr ja auch nicht, offensichtlich. Es lief doch jetzt unter euch auch nicht, was weiß ich, wie perfekt für ein VfB. Man hat sich nach der Ausgliederung dem Erstbestbietenden an den Hals geworfen, muss man fast schon sagen. Der Daimler hat da sofort sein Revier markiert, weil es ging um nichts anderes. Es ging zu keinem Zeitpunkt ging es irgendwie darum, jetzt hier den bestmöglichen Partner zu finden, sondern der Daimler wollte verhindern, dass ein anderer Automobilkonzern direkt nebenan beim VfB sich einnisten kann. Es gab ja vor ein paar Jahren oder vielleicht mittlerweile schon Jahrzehnten, das weiß ich nicht mehr, wie lange das her ist, die Bestrebungen eines südkoreanischen Automobilherstellers, die sich beim VfB mal erkundigt haben, ob es da nicht Interesse gäbe, miteinander in Zukunft zu arbeiten. Und ich glaube, Daimler wollte hier einfach so schnell wie möglich Fakten schaffen, dass das Thema erstmal vom Tisch ist. So, und jetzt kommt wieder der Daimler in Form von Herrn Port, der sich immer irgendwo mit einmischt und immer irgendwo für schlechte Laune sorgt. Ich sag jetzt nur mal Guido Buchwald und sagt schon mal, also jetzt nicht erst nach der missglückten Mitgliederversammlung, sondern schon davor, also ihr braucht mir gar nicht ankommen mit irgendwelchen Ex-Fußballspielern. Da fasse ich mir doch an die Birne. Was soll denn der Scheiß? Ja, also entweder geht's hier um den Verein oder um irgendwelche Vorlieben vom Herrn Port. Weil das persönlich interessiert mich ein Scheiß, was der Herr Port gut findet und was er nicht gut findet. Mich interessiert wirklich nur, was hilft aktuell dem VfB Stuttgart? Ja, und euer Wunschpräsident, ja, euer so geschätzter Herr Dietrich, den ihr unbedingt da haben wolltet, was ja auch in demselben Interview von Herrn Port ausdrücklich gesagt wurde, das ist unser Wunschkandidat, den Präsidenten haben wir uns gewünscht, ja, der ist gerade krachend gescheitert. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, da gerade aktuell im Vereinsbeirat, im Freundeskreis, im Präsidium, der kackt euch alle noch, Entschuldigung, dass ich mich jetzt ausdrücke, aber ich möchte anders sagen, der zieht euch noch mit in den Abgrund, weil er hat sich wenige Tage vor dieser katastrophalen Mitgliederversammlung noch hingesetzt und hat gesagt, alle Gremien wussten, wie es um meine aktuelle oder damals, als er Präsident werden sollte, um seine Situation, was jetzt Quadrex und sowas anging, bestellt war. Ich muss mich schon wieder ein bisschen beruhigen, glaube ich. Nee, es geht doch darum, da äußert sich kein Mensch dazu von seitens des VfB, vom Gremium, vom Freundeskreis oder so. Da kommt nie irgendwas zu diesem Thema. Dabei erzählt mir jedes Mal irgendjemand was von Aufarbeitung, Ehrlichkeit, Demut und was weiß ich. Ja, dann macht doch jetzt mal die Fresse auf. Das ist doch jetzt der Moment, wo man sich eigentlich als Gremium, egal welches, nach vorne wagt und versucht, die Dinge zu erklären. Der Herr Dietrich hat klipp und klar gesagt, er hat alle Gremien über seine, ich sag jetzt mal, Verstrickungen informiert. Damit sagt er klipp und klar, ihr wusstet davon und ihr habt gesagt, go for it, wir machen das. Die DFL hat's abgesegnet, also auch da, das Thema werden wir vielleicht nachher noch ganz kurz streifen, muss man sich vielleicht im Nachhinein fragen, was die DFL da eigentlich fabriziert mit ihren Überprüfungen von irgendwelchen möglichen Verstrickungen zwischen Vereinen und was weiß ich, das müssen wir nachher noch mal kurz aufdröseln. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber der Punkt, dass man sich jetzt mehr oder weniger hinsetzt, das Ganze aussitzt und von Seiten des Präsidiums, von Seiten des Vereinsbeirats, von Seiten ja auch der jetzt komme ich nicht drauf, wo war denn der Port jetzt Aufsichtsrat und verschiedene ja, andere gerade, Gremien, ja, was soll denn das? Macht doch da einfach mal jetzt die Fresse auf und erklärt euren Mitgliedern und Fans, was hier schief läuft. Genau, also ich denke jetzt auch so, diese ganze Geschichte um die Mitgliederversammlung und den Rücktritt von Dietrich hat ja auch klar gemacht, dass Wolfgang Dietrich nicht das Problem war. Also er war ein Teil des Problems, aber nur weil er jetzt zurückgetreten ist, ist ja nicht automatisch alles gut. Es sind ja wirklich die Strukturen, die wir haben. Und genau. Erst jetzt wirklich dann auch im Hinblick dann auf die Präsidentenwahl dann im Dezember wird sich ja zeigen, haben die Gremien, haben die Strukturen innerhalb des VfB begriffen, warum viele Fans so sauer sind, warum die Stimmung so war, wie sie war, warum Wolfgang Dietrich
vermutlich sowieso abgewählt worden wäre, weil die Leute einfach total stinksauer sind, weil es so läuft, wie es läuft. Ne? Weil angekündigt wird, der Abstieg wird aufgearbeitet, dann steht diese neue Saison an und fragt, ja, wo ist denn die Aufarbeitung? Und dann sagen die, ja, das haben wir intern gemacht. Dann sagen 70.000 Leute, ja, das ist ja schön, ne? Aber was mit uns? Und jetzt zeigt sich ja auch weiter, wie gesagt, Thema DFL hast du schon angesprochen, kommen wir gleich noch drauf, hatte man kurz den Eindruck, die haben es jetzt begriffen, was das Problem ist, ne? Dass sie ihre Mitglieder nicht auf der einen Seite sich rühmen, dass es so wahnsinnig viele sind, auf der anderen Seite die einfach nicht mitnehmen. Also es gibt keine Transparenz, es gibt keine Kommunikation. Da dachte man, hey, jetzt wird alles gut, und jetzt zeigt sich langsam, das ist vielleicht noch nicht ganz so. Und ich finde das jetzt, das wird sehr interessant zu beobachten zu sein, wie sich das jetzt so in Zukunft entwickelt, weil ja gerade der Vereinsbeirat hat es natürlich bei einem Verein, der keinen Präsidenten hat, eine Aufgabe, die wichtiger ist als je zuvor, weil die bestimmen jetzt ja den Präsidenten. Es gibt zwei Kandidaten, die werden beide vom Vereinsbeirat präsentiert, wenn es denn zwei gibt, wie ja versprochen wurde. Auch das, man abwarten. Müssen wir mal abwarten, aber genau. Die haben eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, und man muss jetzt ja abwarten, ob sie verstanden haben, was viele Mitglieder halt fordern. Halt wirklich mehr Transparenz, mehr Verständnis für Demokratie. Und das wird sich dann zeigen, wenn dann auch die Präsidentschaftskandidaten oder der Präsidentschaftskandidat dann nominiert wird. Und wenn das halt dann wieder so eine Sache ist, wo man sagt, oh, okay, dann wäre das ein Beweis, dass sie es halt irgendwie nicht begriffen haben. Und das Gleiche geht natürlich für andere Gremien auch. Und es kann natürlich überhaupt gar nicht sein, dass persönliche Ressentiments im Aufsichtsrat verhindern, dass dann der VfB den besten Vorstand bekommt, den er bekommen könnte, oder den besten Präsidenten. Das darf keine Rolle spielen. Und wenn das so ist, dann sind die Strukturen nicht gut und nicht so, wie sie sein müssen in so einem großen Unternehmen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Wochen und Monaten noch ziemlich spannend werden. Dann wird auch wieder Fußball gespielt, also es wird sportlich spannend, aber es wird jetzt auch, Dezember ist ja leider auch gar nicht mehr so lange hin, nee. Das wird jetzt auch dann immer spannender werden, und also ich hab da auch ein Auge drauf und freue mich da, was kommt, aber ich bin auch noch nicht so ganz sicher, dass es halt einfach nur positiv dann zu kommentieren sein wird, weil das, ja, da wird noch einiges kommen, denke ich. Und das möchte ich auch noch kurz sagen, der VfB hat sich dem Dialog verweigert, ja, und ich mache da auch keine Unterschiede mehr, ob das jetzt der Vereinsbeirat ist oder sonst irgendwer, es ist mir egal, ihr tretet als VfB auf, und der VfB hat sich dem Dialog verweigert. Wir sehen das regelmäßig bei so Alibi-Veranstaltungen wie VfB im Dialog. Die prangere ich weiterhin an, solange sich daran nichts ändert. Und man sieht es auch, wenn man manchmal die Möglichkeit hat, wenn man irgendwie vor Ort mit Leuten sprechen kann. Ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gab eine VfB im Dialog-Veranstaltung, die habe ich besucht, zusammen mit dem Ron, der ja auch bei der Mitgliederversammlung gesprochen hat. Da bin ich auf einen, ich würde mal sagen, beim VfB, was Pressekommunikation angeht, wichtigen Mann getroffen und habe gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass bei VfB im Dialog auch regelmäßig ein, zwei Leute, die das Internet repräsentieren, einen festen Platz bekommen könnten. Also damit meine ich jetzt nicht, das sind immer dieselben zwei, sondern dass man sich da irgendwie einigt, dass man da immer wieder jemanden hinschickt, so dass man ähnlich wie ein Fanclub behandelt wird, ja, weil die Präsenz oder beziehungsweise die Aufmerksamkeit, die das Thema VfB im Netz erfährt, ist ja riesig, ja, und viele sind da eben nicht in Fanclubs organisiert, aber letzten Endes ist es wie ein riesiger Fanclub. Und da wurde ich ausgelacht, da wurde ich einfach nur ausgelacht, wie so ein dummer Junge, und wurde danach, wurde mir gesagt, ja, man sollte sich erstmal überlegen, wie man manche Dinge hier bewertet im Verein, und man würde dann immer nur viel vermuten, was natürlich richtig ist. Wir haben nie hundertprozentige Fakten, wir lesen Zeitungsartikel, wir sprechen manchmal auch mit Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr wissen als das, was dann in der Zeitung letzten Endes steht. Aber im Prinzip versucht man einfach eins und eins zusammenzuzählen. Und viele Dinge, die in Podcasts besprochen wurden, in Blogs thematisiert wurden, stellten sich später als wahr heraus. Ich muss dazu sagen, leider. So. Und wenn ich da einfach dann ja an die Kandare, oder beziehungsweise wenn ich da eine von Latz bekomme, weil ich damals Wolfgang Dietrich als Lügenkasper bezeichnet habe in der ersten Viererkette-Folge, ja, muss ich jetzt im Nachhinein leider sagen, also eins davon stimmte letzten Endes. Kann ich ja auch nichts dafür, dass es dann so ist. Das war einfach damals mein Bauchgefühl, weil sich das alles eben auch wirklich angefühlt hat wie eine riesige Lüge von Wolfgang Dietrich, und ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie da noch ein Schuh draus wird. Weil wenn ich die Wahrheit sage, brauche ich nicht alles so verklausulieren und hindrehen, wie er es auch jetzt wieder macht. Ja, private Einblicke kann ich geben, aber natürlich nicht in die Firmen, da kann ich nicht so direkt euch einen Zugriff drauf geben und so. Es ist immer alles, überall ist immer noch so ein kleiner Haken mit dabei. So, und das
hat mir persönlich jetzt dem Verein gegenüber, das hat dazu geführt, dass ich ein enormes Misstrauen habe gegen alles, was von Vereinsseite kommt. Ich hinterfrage fast jede Nachricht und auch fast jedes Gespräch, das ich mit irgendjemandem führen kann, der für den Verein tätig ist. Da bleibt immer noch so ein paar Zweifel übrig. Ich glaube einfach nicht mehr das, was mir da gesagt wird. Ja, die Zeit der Mäßigung, das ist jedenfalls mein Gefühl, die ist irgendwie vorbei. Also die gab es auch nie so richtig, dass man sich gegenseitig versucht hat anzunähern und so und dass man ehrlich miteinander diskutiert hat auf Augenhöhe, das ist vollkommen abhanden gekommen. Und dann muss ich noch eins sagen und dann bin ich auch wirklich fertig hier, ich möchte mich ja nicht unnötig aufregen. So, und dann muss ich sagen, ich habe es vorhin schon angeteasert sozusagen, Aufarbeitung nach der Saison, haben wir immer wieder gehört, nach dieser absoluten Katastrophensaison. Dazu kam die ganze Quatrix-Geschichte, da hieß es immer, das machen wir nach der Saison. Da frage ich, wann machen wir das nach der Saison? Ein Hobby-Podcaster, ja, macht sich die Arbeit und fragt bei der DFL an, was jetzt da eigentlich stimmt. Stimmt es, dass der Herr Dietrich keine Auskunft darüber geben kann, über das, was mit der DFL vereinbart wurde oder nicht? Warum macht denn das ein Hobby-Podcaster, frage ich mich. Genau, Grüße an Lennart. Absolut. An Rot um den Brustring, ja, wunderbarer Tweet. Und ich fand es auch schön, dass die DFL dann erstmal ein paar Tage irgendwie gar nicht antwortet, um zu sagen, wir haben relativ viele Anfragen und deshalb können wir ihnen nicht antworten. Also nicht, es dauert noch, nee, wir können ihnen gar nicht antworten. Ich meine, was ist das für eine Unverschämtheit? Wir sind als Fußballfans, sind wir ja mehr oder weniger die Kunden der DFL. Und das kann doch nicht sein, dass man die was fragt und die sagen, ja, leckt uns, ne? Also ja, genau. Machen wir nicht. Aber da zeigt sich auch wieder die wunderbare Macht der sozialen Medien. Also da gibt's ja nicht nur irgendwie anonyme Psychopathen, sondern es gibt halt auch dann Leute, die sich halt dann irgendwie für eine bestimmte Sache dann irgendwie zusammentun und da so ein bisschen hinterher sind, und wenn dann so ein Tweet dann halt ein paar Mal geliked und ein paar Mal geteilt wird und dann vielleicht auch von den richtigen Kanälen wie Journalisten und so weiter, dann antwortet tatsächlich auch die DFL, hat sie gemacht gestern, und das sogar relativ ausführlich, und hat damit ja widerlegt, was Wolfgang Dietrich halt auf der Mitgliederversammlung gesagt hat, dass er aufgrund von DFL-Auflagen sich zu der Sache gegenüber den Mitgliedern nicht äußern wurde, was ja auch generell eine Äußerung war, die ja auf dieser Mitgliederversammlung zum allerersten Mal irgendwie auftauchte, wie so auf dem Nichts. Ne? Also vorher hieß es ja, nee, die Mitglieder wussten immer Bescheid, und natürlich wussten wir nie Bescheid. Auf einmal hieß es dann irgendwie, na, die DFL hat's verboten. Und dachte, ja, das ist ja schon komisch, dass er jetzt gerade heute zum allerersten Mal in die Ecke kommt. Stimmt das wirklich? Nee, es stimmt nicht. Also es wurde dann noch ergänzt, das Statement von der DFL, und so ein bisschen weich gekocht, aber grundsätzlich gab es keinen Grund, die Mitglieder vom VfB Stuttgart nicht darüber zu informieren, wie seine Beteiligung da aussehen. Ja, und ich wollte zuerst da auch so ein bisschen wieder mal den einen oder anderen Journalisten ansprechen, ja, warum er sich da nicht in Bewegung setzt und dann zum Beispiel mal bei der DFL nachfragt. Aber ich kann es natürlich abschließend hier überhaupt nicht beurteilen, hat er das getan oder hat er das eben nicht getan. Aber im Nachhinein, jetzt, wenn wir drüber reden, dann möchte ich eigentlich, dass der VfB mit einer Meldung um die Ecke kommt. Ja, dass der VfB das so erklärt, wie es die DFL jetzt getan hat. Weil das ist eigentlich der VfB seinen Mitgliedern schuldig, das klarzustellen. Weil das muss ja irgendjemanden außer der DFL auch aufgefallen sein, dass das nicht hundertprozentig gestimmt hat, was Herr Dietrich sagt. Da sind wir wieder bei dem Thema Aufklärung, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Jetzt ist der Moment, reinen Tisch zu machen. Es ist einfach so. Ja, ein Twitter-User stellt letzten Endes die Fragen, die eigentlich der Vereinsbeirat und der Aufsichtsrat stellen sollte. Das geht doch nicht, dass wir euren Mist aufräumen jetzt. Da müsst ihr doch selber danach gucken, dass das wieder in Ordnung gebracht wird. Aber ich glaube, so ähnlich wie es bei Dietrich 2016 lief, nämlich dass man alles versucht, einfach irgendwie so ein bisschen durchzuwinken und Augen zu und durch, vielleicht klappt's ja, vielleicht geht's gut, genauso macht man jetzt weiter. Das ist mein Eindruck. Ja. Und ich zitiere jetzt hier die große Greta Thunberg, die mal gesagt hat, ich möchte, dass ihr in Panik geratet. So, und ich glaube, das würde dem VfB aktuell auch ganz gut tun, dass man da endlich mal in Panik geratet und sich in Bewegung setzt. Und vor allen Dingen sich wieder seinen Mitgliedern annähert, den Fans annähert, letzten Endes aufhört, miteinander zu konkurrieren, sondern anfängt, miteinander zu kooperieren. Dahin müssen wir wieder kommen. Und nicht immer dieses Verstecken und fast schon so ein elitäres Gehabe ist das ja fast schon. Also das geht mir so gegen Strich aktuell. Und eigentlich wollte ich nur erzählen, dass der Herr Port was gegen Jürgen Klinsmann hat. Jetzt muss ich mal einen Punkt finden. Gegen ehemalige Fußballer, gegen Jürgen Klinsmann und auch gegen Guido Buchwald, wie wir wissen.
Oh, okay, immer mal weiter kurz mit Guido Buchwald. Wie findest du denn den als Präsidentschaftskandidaten? Der wurde ja auch ein paar Mal genannt, hat auch gesagt, dass wenn jemand vom VfB sich melden würde, das sagen sie ja alle, sei er bereit, über alles zu sprechen. Und es geht darum, die beste Lösung für den Verein zu finden. Und da bin ich unabhängig vom Amt bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja schon mal eine ziemlich coole Aussage von Guido Buchwald. Die erwarte ich auch so ein Stück weit von einem Ehrenspielführer. Also das ist richtig. Und er sagte auch noch, Sebastian, es braucht jetzt Führungspersonen mit Fußballkompetenz. Grüße an Herrn Port. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch ein kleines eingestreutes Hallo in Richtung Daimler AG ist. Auf allen zu besetzenden Positionen Personen, die den Verein wieder vereinen und nicht noch weiter spalten. Und dann bezieht er sich auch nochmal auf Jürgen Klinsmann. Mit Jürgen kann ich mir im Fußball alles vorstellen. Wir kennen uns seit Jahren und liegen in ganz vielen Bereichen auf einer Wellenlänge. So, Sebastian, Guido Buchwald, ist das dein Mann für das Präsidentenamt? Es könnte, glaube ich, mein Mann fürs Präsidentenamt sein, aber es wird, glaube ich, nicht unbedingt mein Mann für den Aufsichtsratsvorsitzenden der AG. Und wir haben neulich mal ein bisschen in der Satzung gewühlt und ich bin mir nicht sicher, ob der Präsident des e.V. der Aufsichtsratsvorsitzende der AG sein muss. Also sicher ist, zwei Mitglieder des e.V.-Präsidiums sind im Aufsichtsrat. Aber ob man sagen kann, der Präsident ist, ist normales Aufsichtsratmitglied und ein anderes Präsidiumsmitglied ist der Vorsitzende. Das haben wir irgendwie auch noch nicht rausfinden können, weil das wäre ja auch noch eine Maßnahme. Du sagst, okay, wir haben einen Präsidenten, Guido Buchwald, der sitzt auch im Aufsichtsrat, ist aber nicht der Vorsitzende. Du hast ein anderes Präsidiumsmitglied und der macht den Vorsitz im Aufsichtsrat. Das wäre dann vielleicht noch eine relativ interessante Konstellation. Aber so könnte ich mir, das hat ja auch Thomas Berthold gesagt, der dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Strukturen eventuell durcheinander gebracht hat, auch gesagt, ja, wir bräuchten halt so einen Präsidenten im e.V. für repräsentative Aufgaben, so ein bisschen einen Grußonkel und einen anderen, der dann halt das im Aufsichtsrat den Laden dann halt wirklich schmeißt. Das hat natürlich seinen Reiz. Andererseits müssen wir natürlich als Mitglieder darauf achten, dass wir den letzten Zugriff, den wir vom e.V. in die AG haben, natürlich nicht aufgeben durch eine Trennung der beiden Ämter. Und das müsste man nochmal irgendwie sich mal genau müssen wir nochmal genau nachlesen, wie das jetzt wirklich da ist. Aber ja, was wollte ich sagen? Ach ja, Guido Buchwald als Präsident gerne, Aufsichtsratsvorsitzender eher nicht. Ich weiß es auch nicht abschließend, aber ich meine mich zu erinnern, dass das ja immer wieder angeführt wurde, dass dadurch, dass der Präsident eben der Chef des Aufsichtsrats ist, die Mitglieder weiterhin mehr Mitsprache haben, als man zunächst befürchten musste. Ja, man hat ja gedacht, man verliert komplett den Zugriff auf die Profimannschaft so als Mitglied und man wollte, glaube ich, mit dieser Doppelrolle Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender den Mitgliedern das Gefühl zumindest geben, ihr seid noch ganz nah dran an den wichtigen Entscheidungen. Ob das jetzt dann wirklich so in Stein gemeißelt ist, wird sich, denke ich, mehr herausstellen. Und es gibt ja noch jemanden, den du vielleicht für geeigneter halten könntest, zumindest für die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden, nämlich Matthias Klopfer, seines Zeichens Oberbürgermeister in Schorndorf, SPD-Member, wenn man das so sagen kann, neudeutsch, ist außerdem noch Vorsitzender der Sportregion, ein Posten, den ich so eigentlich noch nie wahrgenommen habe, vielleicht auch nie wieder wahrnehmen werde, aber immerhin macht er irgendwas mit Sport und ist da Vorsitzender, ist 51 Jahre alt, würde den Posten des Präsidenten ehrenamtlich übernehmen und hat sich zum einen auf Twitter dann schon mit vielen Twitter-Usern auseinandergesetzt. Das war zumindest sehr sympathisch, dass er da relativ zuverlässig auf Fragen diverser User, fand ich, auch ganz ordentlich geantwortet hat. Also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Und er hat natürlich auch schon Interviews gegeben und meinte, wenn man in der öffentlichen Wahrnehmung so tief im Keller ist wie der VfB derzeit, dann braucht es einen Teamplayer an der Spitze. Und da ist natürlich der Herr Klopfer der absolut Richtige, ist klar. Und er hat aber auch schon so ein bisschen ausgeteilt, möchte ich sagen, gegen Wolfgang Dietrich, gegen den ehemaligen Präsidenten. Und er meinte, man muss harte Kritik aushalten können, hat er gesagt. Das fand ich auch ganz schön. Und wenn es mal knirscht, gilt es, gemeinsam einen Konsens zu finden. Das klingt alles sehr, sehr gut. Was ist dein Eindruck? Ist der Herr Klopfer der Richtige?
Sebastian. Entschuldigung. Er wird es ehrenamtlich machen. Das hat der Wolfgang Dietrich auch gemacht, wie er halt nicht müde wurde zu betonen. Aber das Besondere beim Herrn Klopfer wäre, er wird es ja halbtags machen. Also wäre so ein quasi so ein 400-Euro Präsident vom VfB. Und da frage ich mich, kann das funktionieren? Also er sagt, ja, das geht, er hat ein starkes Team und so weiter. Aber er ist, wie gesagt, Oberbürgermeister von Schorndorf. Das ist jetzt ja auch kein Kuhkaff, ich glaube, oh, ich sage es wahrscheinlich falsch, 40.000 Einwohner. 40.000 Einwohner, ja. Wir müssen nur schon den 40.000 Einwohner. Schon ein Städtle. Und er ist dann halt noch Vorsitzender von dem Verband, den du sagst, was natürlich den Vorteil hat, dass er da relativ gut vernetzt ist natürlich im lokalen Sport. Ich halte ihn so vom Auftreten her und von seiner Vita für gar nicht ungeeignet, das Amt zu übernehmen, aber ich halte es für völlig illusorisch, das halt irgendwie nebenbei zu machen. Aber irgendjemand sagt ja, naja gut, dann arbeitet er halt irgendwie Montag bis Freitag dann für Schorndorf. Der VfB spielt sowieso fast immer am Wochenende. Ja, dann kann er das ja am Wochenende machen. Aber also das stört mich noch so ein bisschen. Und natürlich stört mich auch so ein bisschen dieses, wie der Herr, wie ist er, Lausmann. Lausmann? Oh, den hab ich, also, bei der MV sagt, ne, ich jetzt mache. Also zu sagen, ja, komm, ich mach das und ich presche halt raus und mach's auf Twitter und auf Facebook und dann lass mich von Sky interviewen und hab halt noch keine Silbe irgendwie mit dem Vereinsbeirat geredet. Hat halt auch so ein kleines Geschmäckle. Also ich glaube, es ist ein cooler Typ, den du halt sicherlich irgendwie brauchen kannst, aber ob das irgendwie halbtags dann wirklich so richtig gut funktioniert, VfB-Präsident zu sein, wage ich zu bezweifeln. Er sagt zumindest das Richtige, vielleicht wäre er deshalb auch gar kein so schlechter Präsident, dass er immer weiß, was er wann sagen muss. Das ist schon mal nicht schlecht. Er hat ja zum Beispiel auch gesagt, viele Menschen wollen, dass es dem VfB besser geht. Mein Ansatz lautet zunächst zuhören und anschließend eine gemeinsame Position formulieren. Das ist halt genau das, was du jetzt in der aktuellen Situation auch hören möchtest, aber ich gebe dir natürlich recht, es wäre vielleicht geschickter gewesen, sich zunächst mit dem Vereinsbeirat auseinanderzusetzen und dann vielleicht gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man merkt, das funktioniert. Auf der anderen Seite weiß man ja nicht, ob es solche Gespräche schon gab und der Vereinsbeirat gesagt hat, was will denn der jetzt? Also unterstelle ich einfach mal so. Nee, lass mal. Er jetzt dann praktisch die Öffentlichkeit sucht, um klar zu machen, hey, ich würde das gern machen, aber ich werde abgelehnt oder sowas in der Art. Es sind jetzt natürlich wilde Spekulationen, aber ich möchte jetzt nicht einfach sagen, es ist so, dass er sich zuerst an die Presse wendet und danach an den Vereinsbeirat. Wir wissen nicht, was dahinter verschlossenen Türen schon alles ablief. Fakt ist, hier ist jemand, der geht nach vorne, der sagt zumindest mal das, was man jetzt in dem Moment auch hören möchte von einem möglichen Kandidaten. Und ich muss ganz ehrlich sein, bislang habe ich jetzt noch keinen besseren Kandidaten gefunden, aber es liegt natürlich auch daran, dass es nicht allzu viele gibt, die sich da nach vorne wagen aktuell. Ja, die werden noch kommen, aber man sieht ja auch jetzt schon, also nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich bricht nicht das oft angedrohte Chaos aus, sondern es kommen Leute, die seinen Job machen würden und es sind halt nicht alles irgendwelche Flitzpiepen, also sondern schon Leute, wo man denkt, okay, der könnte es schon irgendwie hinbekommen. Ne? Also ich glaube, der VfB hat auch ohne Dietrich eine Zukunft. Das Chaos bricht nicht aus, aber Günther Oettinger wird losgelassen sozusagen auf die arme VfB-Motte. Er hat direkt mal seine Hilfe angeboten und da, ich habe schon, als ihr das auf Twitter gepostet habt, die erschreckten Gesichter vor ihren Endgeräten zu Hause gesehen, weil sie natürlich nur die Überschrift lasen und dachten, no way. Und er hat es dann aber auch relativ schnell klargestellt, er möchte dem VfB beratend zur Verfügung stellen und eine Nachfolge von Wolfgang Dietrich kommt für ihn nicht in Frage. Ja, aber du möchtest ja auch nicht, dass er beratend, in beratender Position zur Verfügung steht. Also du möchtest, dass er von deinem Verein halt einfach ganz weit weg bleibt. Das war ja auch in Reaktion deutlich und das ist ja auch so eine Sache. Also das lässt sich halt den Mitgliedern halt einfach nicht vermitteln, ne? Wenn dann irgendwie ein Dietrich-Freund mit der Vergangenheit dann irgendwie sich dann dem VfB nähert, man empfängt ihn mit offenen Armen. Also ich glaube, das ist halt aktuell nicht machbar zum Glück.